Nein, nein. Nono Square. Nehmt euch nicht weg. Unser Funk 91.3, ne? Was für was? Ja, Gefühl 91.3. Ja, okay, gut. Ich hab noch gar kein Funkgerät, Junge, was willst du? Hab auch noch nie. Lucky und ich haben. Du Schwachkopf. Du Schweinenase. Nö. Er hat gesessen. Red in Feelings. Ich hab vier Zucchinis in meine Leggings gepackt. Jetzt sieht das aus, als hätte ich einen langen Schwanz. Woher die Kraft? Was zum Teufel, Alter. Bro, wenn ein Leuchtestäbchen. Hier ist ein Leuchtestäbchen. Guck mal, wie der da hinten an der Ding lutscht. Der stellt sich vor, dass das Milas wäre. Die hab ich aus Milas Hose. Ich hab schon Leuchtestäbchen. Nehmen das Leuchtestäbchen. Ein Schluck Water! Aber ich nehm trotzdem. Leuchtestäbchen und er schießt den Kopf. Ja, ich habe. Okay. Alle gut. Ich bin verrückt, ja. Ja. Immer richtig gerne so einen einfach durchlöchern mit der AK. Einfach 25 Schuss oder so in den reinhauen. Ich bin King Arthur, ja. Arthur. Ich bin Curtis der Hobbitsen. Schlag mich zum Ritter. Ja, soll ich? Schlag ihn zum Kopf. Soll ich? Nee, lieber nicht. Soll ich? Hilfe! Okay, Freunde, wohin? Auf zum Atom. Über Teamspeak? Nö, ne? Nee. Hallo? Hallo? Hi. Yeah. Pepe. Hola. Pepe. Was hast du gesagt? Hola. Das ist voll ASMR. Tagsam, Chat, Tagsam. Apokalypse. Ja, komm noch Feuer. Holz. Ja, Feuerholz. Mhm. Ich muss nachher ein neues Schlagen gehen. Wohin gehen wir? Jetzt mache ich. Wollen wir mal Richtung Vibor gucken? Können wir ihn in Schoko besuchen? Nee. Ja. Ich kenn keinen Schoko, ich kenn nur einen Jeff. Hast du abgeschlossen? Ja, ich glaube schon. Ja, es. Hast du fein gemacht. Fein. Oh, beim Schoko sind welche. Tagsam! Ja, die FPS passen jetzt. Kann auch sein, dass er am Stream gelegen hat. Hallo Chat, wie geht's euch, ihr kleinen Süßikatzis? Warum bist du so langsam? Weil ich eine Waffe in der Hand trage und ich nicht hinfallen will, deswegen mache ich halb lang. Ach so. Nee, ich bin kein Medic mehr. Na, der gibt Sinn. Wir müssen uns teilen. Genau drüber nachdenken. Heute neue Tinkpädchen gekauft. Mir geht's gut. Ich hab grad gegessen. Ich hab gut geschlafen. Bin voller Energie. Immer recht drauf. Macht Spaß. Serverboot gewiped. Neues RP beginnt. Diesmal ohne Wipe. Diesmal bleibt so. Alles cremig. Ja, ja, Flüchtling. Ja. Er ist auf der Flucht. Wer? Da vorne rechts. Der rennt weg von uns. Why? Why are you running? Der denkt, wir sind Banditen. Hi, Jeff. V8, Bitsubu. Wo rennt der hin? V8 Bitsubu. Grüße!
Tag! Wunderschön. Tag! Wir sind keine Banditen. Kannst du mal die Waffe runternehmen? Na, YouTube. Ah, ich weiß nicht. Nein, wir sind keine Banditen. Wir sind auf... Ups. Wir sind auf dem Weg da vorne hin. Zum Schoko. Zu... Ja. Okay. Kommen Sie, kommen Sie! Komm jetzt, du Wichser! Hey, sorry. Lass mich doch mal misstrauisch spielen, Mann. Das ist Mila. Hi! Das ist... Tag, Sam. Tag, Sam. Hi. Dann kommt einer mit dem Kopf. Wer bist denn du? Ich bin der John. Ah, der John, hi. Wir bekommen noch mehr Besuch. Noch mehr Besuch? Ja, von der Stadt. Da vorne ist die Zuflucht. Für alle Nicht-Banditen. Ja, da vorne. Wir wurden schon beklaut. Jemand hat unser Lagerfeuer geklaut und ist weggerannt. Komm, guck lieber in meine Schulter, wo mein Finger hinzeigt, dann siehst du, wo das ist. Geh weg. Was treibt dich hier hin, John? Da läuft er. No pants in Benzin. Ich bin eigentlich gerade auf dem Weg zum Airfield. Da würde ich an deiner Stelle nicht hingehen. Was machst du da? Warum nicht? Weil das bewacht wird von Soldaten und die auf dich schießen. Hast du ein Schwert? Ich habe meinen Speer von mir da hochgeschickt. Ich habe den seitdem nie wieder gesehen. Was? Excalibur? Nee. Er hat ein Schwert, okay. Hast du gehört? Das Schwert heißt Ashkandi. Was denn? Einer meiner Speer, den habe ich mal hochgeschickt zum Airfield, weil der mir was besorgen sollte. Warum bin ich krank? Ich fühle mich krank. Oh. Vitamine? Keine Ahnung. Ich brauche Vitamine. Er hat so eine Vitamintablette. Irgendeiner von euch hat mich angesteckt. In der Zuflucht. Er ist auch eine Vitamintablette. Geht weg von mir, ihr kranken Menschen. Ich bin nicht krank. Ist noch jemand? Mir geht's gut. Was willst du am Airfield machen? Geht da besser nicht hin. Du musst lauter reden, man versteht dich nicht. Na, mal gucken, was ich finde. Geh da nicht hin. Das ist gefährlich, ich werde da nicht hin. Da findest du bestimmt eine Kugel. Und zwar zwischen deinen Augen. Und zwar schneller, als du gucken kannst. John. Hey, aber wenn du willst, kann ich dich hinbringen. Geh da nicht hin! Das ist gefährlich! Okay, sorry, ich geh da nicht hin. Die schießen auf dich. Ich kann zurückschießen. Ja, mit weiß was? Nicht, ob ja, du gehört, er will da wirklich bewaffnete hin. UN-Soldaten schießen willst. Kennst du den nicht? Nein, gut, okay, das ist, glaube ich, nicht die schlauste Idee. Ja, das ist jetzt hier Richtung Norden, richtig? Nordwest. Kann ich hinbringen? Nein, wollt ihr den hinbringen? Nein. Komm doch mal zur Zuflucht, wenn du willst. Lern reden. Wow! So viel zum Thema, keine Gebaneten, guck dir das mal an. Ich geh nach Hause, ich spiel nicht mehr mit. Super! Der geht jetzt wirklich, ne? Der geht. Ich hab vergessen, dass ich Giffy der Grausame bin. Ich bin gefährlich, ich bin ein Mann. Ja, Trottel. Ja, so ein Trottel. Du kannst gern zur Zuflucht kommen, mal, wenn du dich aufwenden willst. Ja, wie oft willst du das noch sagen? Lad doch direkt alle ein. Du hast mich unterbrochen, weil du mich gehauen hast. Ich kann übrigens gerne zur Zuflucht kommen. Ja, die Zuflucht ist da vorne. Wo ist die nochmal genau? Kann mir das mal zeigen? Da vorne ist die Zuflucht. Ah, da vorne. Da kannst du hingehen. Ein bisschen weiter links. Aber klau bitte nicht unsere Sachen. Und kein Lagerfeuer. Wir haben sogar eine. Wir können dich da hinbringen. Falls du nicht siehst von hier. Gut. Kostet aber. Was kostet das denn? Gar nichts. Oh. Natürlich kostet das was. Da haben wir nicht auf dem Weg Nein. irgendwo hin. Wir haben übrigens den Ort, der heißt die Zuflucht. Boah. Kollege, ich glaube da hinten, du da hinten. Was?
Mila, zeig dir mal, wo die Zuflucht ist. Wie das klingt, kostet das nichts. Aber lass dich dafür bezahlen. Ich will 5 Muscheln. Ja, da fällt dir auch nichts mehr ein, ne? Was denn? 4 reichen auch, aber das müssen diese sein, wo man das Meer rauschen hört, wenn man die ans Ohr hält. Genau. Aber die sind mehr wert, dafür brauchen wir nur 3. Die sind mehr wert als normale Muscheln. Nein, wir brauchen 4, jeder eine. Achso, 4. Was denn für Muscheln? Oi, Americano Snickers Oishi. Ui. Hallo? Bist du Wanderer? Ja. Du hast Wanderschuhe? Ja. Mila, rasier den mal, der sieht ungepflegt aus. Ist keiner zu Hause, wo ist denn der hingerannt? Rasieren? Nein. Wie? Bin ich hier? Der zählt doch nicht, der war doch gerade noch hier. Hey, Lucky, ich höre da drin nix. Guck mal, was ich gekriegt habe vom Jeff. Jetzt haben wir keine Ahnung, wo der hin ist. Was hast du? Ein Netzgeflecht habe ich gekriegt. Ach so, ja. Aber ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ist nicht unsere Base. Ich habe nur getestet. Wollt mir nicht irgendwo hin? Ich hab mal nach Vibor laufen eigentlich. Hörst du was? Was willst du in Vibor? Da haben wir vorhin schon alles geplündert. Einfach mal so gucken. Da haben wir vorhin alles geplündert. Ahnung. Keine Ahnung. Was ist mit dir? Hast du überlebt, Junge? Du hast schon vergessen, soll ich dir 4 teilen? Damit und dem alles gegeben, was er hat? Hör auf. Hey. Komm mir nicht zu nah. Blöder Penner. John. Geh nicht aufs Airfield. Ja. Das ist jetzt eine schlechte Idee, sagt er. Oh ja. Lass den Quatsch lieber. Da fliegen andauernd Flugzeuge drüber und werfen Sachen ab. Proviant und so, für die Soldaten. Ich glaube, mit denen sollte man sich erstmal nicht anlegen. Okay. Ich meine, du kannst es versuchen. Kannst du es versuchen. Vielleicht. Wir haben vorhin so einen Typen getroffen, der hieß Shorty, der war da. Der hat ein Zelt da geklaut. Also hat er es ja überlebt, oder? Ja, der war beim Rand vom Airfield. Und die patrouillieren da. Und zwar ganz knapp. Und der hatte Glück, weil der so klein ist, haben die den nicht gesehen. Genau. Er konnte quasi durch den Abflussrohr verschwinden. Der dreckige mit dem Zelt. Ja, na klar. Das Zelt hat er als Floß benutzt. Hast du schon ein Funkgerät gefunden? Nee. 91.3, die Zuflucht FGM. Nee. Ah ja, okay. Merke ich mir. Komm, wir ziehen weiter. Wir lassen John in seinen Tod rennen. Ich glaube, der hört eh nicht, der Typ. Guck dir mal an. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal, John. Viel Glück, ja? Viel Glück. Wenn du was Gutes findest, komm zu der Zuflucht tauschen. Jo, mach ich. Wunderbar. Schönen Tag noch. Bye. Bye, have a great time. Oh Mann, danke schön für den Resub im 36. Und MS, danke für den Prime 11. Und Daira, danke schön für den Resub im 23. Und Fabi, danke für den Prime 23. Und Kuss zurück. Und Hackezock, danke für den Resub im 5. Und Nexation, danke für den Prime 16. Und Tony, danke schön für den Resub im 40. Nee, ich weiß das nicht, Mado. Vielleicht soon. General Amberg, danke für den Resub im 30. auch. Dennis, danke für den Prime im 14. Liebe geht auch raus an dich. Relak, danke schön für den Prime im 4. Billy Rocks, danke für den Prime 13. Pyro, danke für den Prime 12. Centau, danke schön für den Prime 19. Andy, danke schön für den Resub 10. Moin, moin. Und Dieter, danke schön für den
Resub im 22. Viel Spaß, Dankeschön. Hallo, wie geht's euch heute? Das schreibt der Nick dann im Discord. Aber der Server läuft gut. Vielleicht können wir Slotzahlen erhöhen. Sollen wir die Stadt plündern? Oh, hier war auf jeden Fall eben jemand. Aber dieser John hat recht. Wir sehen echt aus wie Banditen, die ganze Zeit mit Waffe gezogen, ne? Man muss vorsichtig sein. Vorsicht ist besser als Nachsicht oder so. Halt die Schnauze, bis 12 Jahre alt. Was willst du? Denkst du nur, dass du ein Schwert hast, bist du cool? Ja, so ein Schwert macht schon cool. Also plündern wir? Ich würde sagen, nee. Okay. Ja, gestern Nacht wurde gewiped. Ich glaube, weiter südlich könnten wir Glück haben. Was? Ja, da könnten wir Glück haben. Wo sind die ganzen Infizierten? Nichts wissen. Ich meine, ich freue mich, dass die nicht hier sind. Sirius, danke schön für Luisa im 9. Ich mag dein Daisy-Projekt. Perfekt für mich als Einsteiger. So soll das doch sein. Können wir das gebrauchen? Boah. Ich würde sagen, ja, nimm mal mit, ne? Oh, da wird geschossen. Hört ihr das? Das ist verdammt weit weg, ne? Das ist verdammt weit weg, aber, ja. Könnte der Flughafen sein. Oder? Hier liegt eine Zimtkerze. Also ich würde da nicht hingehen, was der Schotti von erzählt hat, du. Ja, ist keine gute Idee. Aber den Reifen könntest du mitnehmen. Ja klar, den werde ich den jetzt tragen. Können wir als Floß benutzen. Bis nach Hause. Klar, den benutzen wir als Floß. Nein, nach unten. Wir brauchen Medikamente, ich bin krank, ich brauche eine Vitamintablette. Warum auch immer ich krank bin. Danke. Bitteschön. Ist hier keine Krankenstation? Nee, hier nicht. Ja, ich hab schon gegessen und so, dachte mir, okay. Gehst halt früher online. Gibt's denn Selen und Gors gerade? Ich hab keine Ahnung. Ich sag einfach, da gibt's einen. Wird schon schief gehen. Hier rennen noch keine Infizierten rum. Nein. 15. Wollt ihr denn schon vorgehen? Okay. Ja, machen wir. Jo. Hier
Mila, ich hab was gefunden für dich. Ist ja 91.3, ne? Hier. Ja, ja. Nicht mal, wenn ich sterbe, okay. Will ich das anziehen. Warum? Brauchst du dich Wo nicht? Wo rennt der Kleine schon wieder hin? Der muss sich kurz mal dahin entledigen oder so. Hat nicht zufällig jemand Klebeband bei, oder? Boah, rein zufällig nicht. Doch sein nee, können. Nee, leider nicht. Wofür braucht ihr jetzt Klebeband? Ich hab keine Ahnung. So akute Klebebandnot? Ich brauche Klebeband. Ich will mir was für die Waffe bauen. Ja. Kürbissamen! Die Whitelist vom Server ist voll. Der Server ist doch voll. Was willst du mitschleppen? Können wir das gebrauchen? Oh, ich wüsste nicht wofür. Ist das eine Heizung? Ich bin schwach. Ich bin so schwach. Du bist nicht länger Curtis der Kräftige. Warum nicht? Das ist mir aus der Hand gerutscht. Aha, klar. Ja. Das ist schon die neue Version, ja. Ich brauche Klebeband. Dankeschön. Lucky! Ich habe so ein Dings gefunden. Für ein Scharfschützengewehr ist das, ne? Für so ein Jägergewehr. Ein Magazin. Für das Jagdgewehr. Und ich habe einen Hammer oben gefunden. Oh, ein Hammer. Ha, der Trottel, wohin wollte er einen haben? Jetzt haben wir einen. Vielleicht treffen wir den nochmal, dann können wir tauschen. Boah, hoffentlich hat er was Gutes dabei. Naja, wir haben schon eine Säge gegen eine Schaufel getauscht. Wird die den ganzen Weg jetzt laufen? Ja, ein Stück, wollen wir überhaupt? Gleich wieder aufgeschlossen hat. Expedition in den Süden. Ich habe gehört, die Soldaten haben unendliche Vorräte. Würde mich nicht wundern. Die Klappe, Jammer, ist mein Schuhe. Flugzeuge über das an der Burg. Hallo, Matti. Weißt du, die so Kisten abwerfen? Ich habe keine Ahnung, was das ist, Da Vinci. Boah, was meinst du, was alles in den Kisten drin ist? Boah. Verpflegung, Munition, Waffen, Autos. Boah, meinst du, die haben auch eine Satellitenschüssel und einen Flachbildfernseher? Sicherheit. Boah, geil. Ich fühle mich krank. Liegt wahrscheinlich an meinem Ohrring. Hast du an deinem Ohrring gelutscht? Nee, das ist ein Wurm. Das ist mein Freund. Boah, wenn er dich krank macht, ist er nicht dein Freund, ne? Der Wurm heißt Jamar. Boah, ich glaube, der macht dich wirklich krank. Klingt zumindest ziemlich toxisch. Das ist so ein kriegscremiger Wurm, ne?
Der meckert dir die ganze Zeit ins Ohr. Ja. Oh, hier ist eine Jeanshose. Ui. Die nehme ich mit. Ui. Irgendwas Interessantes? Nee. Super. Chat, wie geht's euch? Hallo. Where's my Abtisch? Bis hin, ja. Jalla. Mir geht's nicht so gut. Wie sehr nicht gut? Weiß aber nicht. Ich glaube, wir haben auch keine Medikamente dabei. Hast du was dabei, Mila? Mhm. Super. Kann dir echt nicht sagen, wo die nächste Krankenstation ist, ne? Ah, ich hab den Scheiß hier gegessen. Was für ein Scheiß? Diese getrockneten Zucchinis, Mann. Ich dachte, die kann man essen. Ja, getrocknete kann man doch essen. Nee. Wie nee? Ich bin krank geworden dadurch. Aber das sind ganz normale getrocknete Zucchinis. Aber ich fühle mich scheiße! Entschuldigung. Dann hättest du nicht Anja mal lutschen sollen. Hab ich nicht. Das war Big Mama. Mhm. Curtis? Ah. Vielleicht solltest du Jamar deinen Ohrring wieder zurück in den Karton packen, wo du den her hast. Ich weiß nicht mal, wer Jamar ist. Ich hab es erfunden. Hä? Das ist dein Ohrwurm-Dings da. Ja, ich hab einen Ohrwurm, guck. Ja. Den hast du doch auf dem Computerkarton. Tag. Tag. Weißt du, damals war ich Busfahrer. Oh, echt? Mhm. Ich hatte einen dicken Bauch, mit dem konnte ich lenken. Geil. Bis die ganze Scheiße hier angefangen hat. Und irgendwelche Psychopathen angefangen haben, andere Menschen zu fressen. Zu beißen. Beißen. Oder? Beißen! Wo gehen wir hin? Ja, nach Süden. Warum? Expedition, Ausrüstung finden, Medikamente. Ich hab 30 Schuss. Müssen wir halt vorsichtig sein. Ich brauch Munition. In der Stadt. Also schlägt die Straße runter, ist noch ein kleines Camp und danach müsste ein kleiner Ort kommen und dann die große Stadt. Hat zufälligerweise jemand Klebeband gefunden? In den letzten 10 Minuten? Nein. Nein? Du, Mila? Nein. Nein. Arrogante, blöde Kuh. Die hat alles aufgebraucht an ihrer Flasche da. Nein, der Rest ist im Zelt. Toll. Wir müssen nochmal zurück. Wie? Ich brauche Klebeband. Vielleicht finden wir da vorne irgendwo was. Du weißt nicht, was da noch kommt. Weißt du etwa? Klar. Wow. Da vorne wartet so viel Klebeband auf dich, soweit das Auge reicht. Du lügst. Nee, das war. Frag Mila. Seht ihr die Wahrheit, Mila? Ja, genau. Ganz bestimmt. Psst. Ich habe jemanden gehört. Hä? Jemand hat geredet.
Ich hab geredet. Ich hab Mila gehört, aber sonst niemand. Schüsse. Links. Mhm. Aha. Schon wieder. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Könnte bei dem Funkturm sein. Ja, da ist ein großer militärischer Posten. Es ist irgendein Psycho. Wollen wir das untersuchen? Schon sehr weit weg, ne? Oh, ich glaube, jemand braucht Hilfe. Kommt.